In Graz treffen wir Thomas Weitz. Der Biobauer ist grüner Europaabgeordneter. Gemeinsam mit einer Umweltschutzorganisation deckte er im Vorjahr die Machenschaften des ukrainischen Hühnerfleischkonzerns MHP auf. Im größten Komplex von MHP werden in etwa 1 Million Hühner pro Jahr produziert. Das ist aber nur einer der Komplexe, die der betreibt. In Summe bewirtschaften die 378.000 Hektar für Futtermittel. Und ich war in einer Region unterwegs und habe mir dort die Stelle angeschaut. Das sind eine Batterie nach der anderen. Ich habe ein paar Fotos mitgebracht. Helfen Sie uns, 378.000 Hektar, wie viel ist das? Ja, das ist fast so viel wie die Fläche von Niederösterreich, Agrarfläche. Ein einziger Konzern produziert auf der Größe der niederösterreichischen Agrarfläche ausschließlich Geflügelprodukte, unter widrigen Haltungsbedingungen, dafür aber zum Schleuderpreis. Es gab eine Importquote für Hühnerbrüste von 50.000 Tonnen in die Union. Das war also kontingentiert. Und darüber hinaus alle anderen Geflügelteile, da gab es eben kein Kontingent. Und jetzt hat sich dann ein ukrainischer Produzent, in dem konkreten Fall war es MHP, einen Trick einfallen lassen. Die haben halt einfach einen kleinen Knochen am Hühnerbrustteil drangelassen. Damit war es nicht eine Hühnerbrust, sondern ein anderes Geflügelteil. Und dieses Knochen wurde dann in zwei Zerlegebetrieben in der Slowakei und in den Niederlanden herausgeschnitten und trara, schon hatten wir wieder eine Hühnerbrust. Und so haben diese Betriebe die EU-Regelungen umgangen. Und ich bin dann draufgekommen im Parlament, dass die Kommission versucht hat, diesen Zustand zu legalisieren, also die illegalen Importe mit einer erhöhten Importquote, mit einem erhöhten Kontingent zu legalisieren. Und das habe ich eigentlich für ziemliche Schweinerei gefunden. Es kommen aber nicht nur Hühnerfleisch, sondern auch Eier aus der Ukraine und anderen Drittstaaten in die EU. Laut der Landwirtschaftskammer werden jährlich etwa 300 Millionen Eier aus Käfighaltung nach Österreich importiert, obwohl sie in der EU seit vielen Jahren verboten ist. Ich möchte ja niemandem sein Frühstück oder ihr Frühstück in einem Hotel versauen. Es gibt natürlich löbliche Ausnahmen von Hotels, die tatsächlich nur österreichische oder europäische Eier verwenden. In den meisten Fällen ist die Guten-Morgen-Eierspeise in einem Hotel aber aus dem Kanister, Flüssigei, Fertigprodukt. Und diese Kanister kommen zu einem großen, großen Anteil aus der Ukraine. Nur wenn schon Produkte importiert werden, zum Beispiel aus der Ukraine, dann müssen die dieselben Produktionsstandards einhalten, meiner Meinung nach, wie unsere eigene Produktion. Ansonsten, wie soll dann sonst eine europäische Produktion mit dieser unfairen Konkurrenz mithalten können? Besonders ärgert Herrn Weitz, dass die EU Millionen an Fördergeldern in den ukrainischen Hühnerkonzern MHP pumpt. Damit würden nicht nur fragwürdige Haltungsbedingungen der Tiere, sondern auch massive Umweltverschmutzungen unterstützt. Thomas Weitz hat filmisch festgehalten, dass Berge an Hühnerdreck unkontrolliert im Umfeld der Megafarmen landen und dadurch unter anderem das Grundwasser verunreinigen. Dazu kämen noch Arbeitsbedingungen und Entlohnungen, die deutlich unter dem Niveau der Europäischen Union liegen. Das sind riesen Industriekonzerne, die mit europäischem Geld so hochgefüttert wurden. MHP hat mehrere hundert Millionen Euro an Krediten erhalten von der Europäischen Investitionsbank und von der Europäischen Entwicklungsbank. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wie kann man auf der einen Seite Milliarden an Steuergeld für die heimische Produktion zur Verfügung stellen, was ich richtig finde, aber dann gleichzeitig die heimische Produktion ruinieren, indem ich einem Konkurrenten aus der Ukraine derartig Gratiskredite oder Billigstkredite, und zwar öffentliche Kredite, weil ja die Europäische Investitionsbank ist eine Institution der Europäischen Union. Also wie kann ich die gleichzeitig hochfüttern und die machen dann meine eigenen Produzenten hin? Das kann ich nicht nachvollziehen, wie da mit europäischem Steuergeld umgegangen wird.